Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Serie auf meinem Kanal. Ich bin der Gohan und heute starten wir gemeinsam in die aufregende Welt von Clash of Clans. Viel Spaß! Clash of Clans ist ein fesselndes Strategiespiel, bei dem du deine eigene Basis aufbauen kannst, deine Lieblingstruppen trainieren kannst, die zusammen mit deinen besten Zaubern einsetzen kannst. Und natürlich kannst du auch gegen andere Spieler antreten und das macht richtig Laune. Es gibt hier viel zu entdecken und zu meistern, also lasst uns anfangen. Von der Erstellung deiner Basis über den Ausbau deiner Truppen bis hin zu raffinierten Angriffsstrategien in Clash of Clans gibt es unzählige Möglichkeiten, deine Fähigkeiten als Stratege unter Beweis zu stellen. Jetzt aber aufgepasst, auf diesem Kanal startet eine exklusive Serie Clash of Clans 101. Das heißt, die ultimative Anfänger-Guide in dieser Serie werde ich euch Schritt für Schritt durch die Grundlagen führen, damit ihr zu wahren Clash-Meistern werdet. Wir beginnen mit den absoluten Basics und werden uns dann durch jedes einzelne Rathaus-Level durcharbeiten, vom Ressourcenmanagement bis hin zu fortgeschrittenen Angriffsstrategien, werden wir hier alles behandeln. Diese Serie wird euch alles beibringen, was ihr als Anfänger wissen müsst, um in Clash of Clans erfolgreich zu sein. Und wie soll es anders sein? Wir werden es hier natürlich erstmal durch den ersten Guide, durch Rathaus 1 durchklicken. Ihr seht, der Goblin ist schon da und wir müssen hier loslaufen. Natürliche Kobolde. Auf geht's in den Shop. Wir brauchen die Kanonen zur Verteidigung. Die können wir hier relativ schnell fertig machen, um die Kobolde, die jetzt gleich kommen, auszulöschen. Ihr seht, das geht alles relativ fix, relativ schnell. Ist hier natürlich erstmal nur ein Review auf das Spiel weiter. Hier wird natürlich noch viel, viel mehr gemacht. Gott sei Dank, das war richtig knapp. Wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Und jetzt können wir auch den ersten Angriff machen. Wir kriegen hier als erstes gleich erstmal ein paar Magier. Die können wir natürlich erstmal um die Kanone setzen. Die gehen dann auf das Rathaus drauf, der Kobolde. Und dann haben wir auch schon relativ schnell die ersten 3 Sterne in unserem Match. Geile Nummer. Und das auf Rathaus 1. So muss es natürlich sein. Ab geht's nach Hause. Ihr seht, das Dorf ist für den Kampf gerüstet. Wir können noch weitere Gebäude bauen. Wir brauchen natürlich eine Bauhütte. Die wird hinten raus noch richtig, richtig wichtig. Am Anfang haben wir 1, dann haben wir 2, ihr seht. Und dann können wir auch noch auf 3 und 4 gehen. Aber das kommt alles noch. Rathaus 1 ist relativ schnell fertig. Ihr seht, wir werden hier relativ viel jammen. So ist die Anleitung. Kann man leider nicht anders machen. Aber ich kann euch schon mal eins verraten, in den nächsten Rathausstufen lasst die Gems da, wo sie sind. Gebt sie nicht aus. Hier müssen wir es machen. Ihr seht, jetzt kommen wieder die nächsten Kobolde, also kein Problem. Wir werden hier noch eine Kaserne bauen. Auch hier die Truppen. Den Barbar, den schauen wir uns dann als nächstes noch genauer an. Das kann ich euch gleich versprechen. Den jammen wir natürlich auch und greifen hier unseren ersten Koboldwald an. Auf geht's. Ihr seht, wir können hier einfach die Truppen setzen. Hier setzen wir sie natürlich am Rand, da wo der Bogiturm ist, dass er natürlich schnell weg ist, dass wir schnell die Verteidigung, die gegen unsere Armee kämpft, auslöschen können. Aber ist ja alles noch relativ einfach und relativ selbsterklärend hier bei dem Rathaus 1 Clash of Clans Event. Ihr seht, mein Internet funktioniert nicht ganz. Das wird euch später nochmal die Haare raufen, dieses Zeichen. Das kann ich euch versprechen. So, ab geht's wieder nach Hause und auch dieses WLAN-Zeichen ist eine Katastrophe für den Profi. Und jetzt kommen beide noch gleichzeitig, aber nicht so schlimm. Das war ein toller Kampf. Jetzt können wir uns hier einen Namen aussuchen. Ich heiße natürlich Clash Guan. Auf geht's, fertig sind wir. Der Name ist richtig. Wie alt bist du? Das wollt ihr natürlich nicht wissen. So, das wäre fertig. Und dann kann man schon auf die nächste Rathausstufe gehen. Und im nächsten Video werden wir uns speziell um Rathaus 2 widmen. Ich werde euch zeigen, wie ihr eure Basis effektiv ausbaut, welche Gebäude ihr priorisieren solltet. Und natürlich, wie ihr eure ersten Angriffe ausführen sollt auf Rathaus 2. Und damit vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weitere Folge davon zu vergessen. Lasst uns gemeinsam die epische Reise durch Clash of Clans beginnen und zu den besten Clashern werden, die es je gegeben hat. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Video.